Hallo und herzlich willkommen bei der Vorstellung und Präsentation von Autodesk World 2023, die neuen Funktionen. Mein Name ist Markus Keppert. Ich bin zuständig für Beratung und Vertrieb für das Datenmanagement bei der Firma ADAKA CAD Systems und werde Sie die nächsten Minuten durch die Neuheiten von Autodesk World begleiten. Kurz zur Übersicht: Was hat sich getan? Was ist dazugekommen? Es gibt Verbesserungen der Benutzeroberfläche, der Verwaltungsfunktionen. Es gibt einen Vault Gateway, Exemplareigenschaften Inventor, Client-Verbesserungen, das Thema Markierungen und Verbesserungen des AutoCAD-Zusatzmoduls. Punkt 1, die Benutzeroberfläche. Bei der Benutzeroberfläche wurde das Aussehen überarbeitet. So ist ab sofort das Design zwischen Client, Web- und Mobillösungen ident und man findet sich überall gleich zurecht. Und der Benutzer kann auswählen zwischen einem dunklen, einem hellen oder dem klassischen Thema oder Design wie gewohnt. Verwaltungsfunktionen: Hier haben wir eine Neuerung oder eine Überarbeitung des Lebenszyklus. Den kann ich jetzt frei definieren mit einem Farbcode, wo ich dann sofort visuell eine Ansicht habe oder eine Unterscheidung zwischen meinem Lebenszyklus, zwischen den Status. Die Dateityp-Einschränkung ist noch möglich. Also ich kann wählen, welche Dateien darf ich bzw. darf ich nicht über Drag and Drop in den Vault-Tresor hochladen. Das kann ich mir hier frei auswählen über die Setzen der Häkchen. Der Vault Gateway ist eine der interessantesten Neuerungen. Hier habe ich eine Verbesserung der Zusammenarbeit zwischen Lieferanten und externen Projektbeteiligten. Es ist nicht mehr erforderlich, Domänenkonten für Benutzer zu erstellen, dass sie einen VPN-Zugriff haben. Somit kann ich ab sofort die Konfiguration über die ADMS-Konsole machen und der externe Nutzer oder von außen genießt die gleichen Erfahrungen und Vorteile wie der, was im Büro sitzt. Da, wenn da nähere Informationen gewünscht werden, einfach auf uns zukommen. Wir beraten Sie da gerne. Die Exemplareigenschaften in Inventor. Hier kann ich die einzelnen Eigenschaften zuweisen, was dann auch immer ident zwischen Inventor und Vault natürlich abgebildet wird. Client-Verbesserungen. Hier haben wir die Funktion Ansicht anpassen. Die wurde in mehreren Dialogfeldern wie zum Beispiel Status ändern, Revision ändern, Kategorie ändern, Pack and Go, Eigenschaften synchronisieren oder auschecken, rückgängig machen, hinzugefügt. Und durch die effiziente Verwendung von den Eigenschaften und das Anpassen der Ansicht kann ich da die Dateiverwaltung besser auf die Anforderungen von einzelnen Projekten abstimmen oder bestimmen. Die neue Option, was es auch noch gibt, ist die immer Inventor Read-Only Mode verwenden. Hier habe ich die Dateieinstellung vom Inventor, die was mir angezeigt wird. Die Datei ist auch immer verfügbar, unabhängig davon, ob eine DFW-Datei verfügbar ist oder existiert. Nächster Punkt: Markierungen. Markierungen kann man verwenden für Kommentare, Informationen, irgendwas, Anmerkungen für Konstruktionsänderungen und so weiter. Die basieren auf dem Ersteller. Ich kann filtern nach Ersteller, nach Erstellungsdatum. Ich kann das Ganze über Gruppen anzeigen, umbenennen. Ich kann es wieder löschen. Ich kann das Markierungsfoto, wie man es auch da sieht, auf dem Computer, auf meinem Desktop abspeichern oder auch als Datei in den Tresor abspeichern und hochladen. Dann haben wir noch die Verbesserung des AutoCAD-Zusatzmoduls. Da haben wir jetzt die Details, was man anzeigen kann. Und die Befehle Gehe zu Vault-Ordner und Konstruktion kopieren wurden auch hinzugefügt. Das waren schon wieder die wichtigsten Neuerungen vom Autodesk Vault 2023. Wir bieten umfangreich und rund um das Thema Service und Dienstleistungen an. Aktuelles Thema: die Vault Workgroup Änderung. Was das für Ihr Unternehmen bedeutet,
Das können wir Ihnen gerne im persönlichen Termin erläutern und ausarbeiten. Da einfach auf uns zukommen. Wir bieten auch kostenlose Demos an. Wie kann man Volt einsetzen? Welche Funktionen gibt es? Machen Workshops dazu, Konfigurationen, Implementierungen, ebenso ERB-Anbindungen, dass man von Volt direkt ins ERB die Schnittstelle schafft. Auch da bieten wir Demos dazu. Machen Migrationen zwischen den Versionen oder auf die aktuellste Version. Bieten auch für kleine Projekte, kleine Unternehmen Quick-Start-Packages an. Da haben wir so vorkonfigurierte Eingabemasken und Lösungen und Schulungen rund um das ganze Thema. Wenn Sie Fragen haben, stehen wir Ihnen natürlich gerne zur Verfügung. Sie erreichen uns unter info@adaka.com und sind gerne für Ihre Fragen bereit. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal.